Hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Kurzmeldungen. Am 26. Jänner 2025 wird in 568 Gemeinden ein neuer Gemeinderat gewählt. Mit der frühen Bekanntgabe des Wahltermins wollen die Regierungsparteien ÖVP, FPÖ und SPÖ den Gemeinden Planungssicherheit und einen kurzen Wahlkampf ermöglichen. Das Rote Kreuz hat im Vorjahr rund 1 Million Krankentransporte durchgeführt und 230.000 Personen durch den Gesundheits- und Sozialdienst betreut. Trotz eines Anstiegs bei den Freiwilligenzahlen wurden aber weniger ehrenamtliche Stunden geleistet. Daher soll das Werben um neue Helfer weiter intensiviert werden. In Melk stehen den Bürgern seit April letzten Jahres 2 Schnuppertickets für das gesamte Öffi-Angebot in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland zur Verfügung. Aufgrund der großen Auslastung hat die Stadt nun 2 weitere Klimatickets angekauft. Pro Person sind maximal 6 Nutzungen im Jahr möglich. Am Truppenübungsplatz Allensteig ist ein modernes Simulationszentrum in Betrieb genommen worden. Beim Bundesheer erwartet man sich deutliche Besserungen für die Schieß- und Gefechtsausbildung. Anlässlich der Eröffnung ist auch ein Partnerschaftsvertrag mit der Kleinregion Herz des Waldviertels geschlossen worden. Weiter geht es mit diesen Themen. Wir haben nachgefragt, ob die Menschen lieber online oder in Geschäften einkaufen, und im Studio ist EcoPlus-Geschäftsführer Helmut Minitzki zu Gast.